Hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich sehe, wir wachsen und ich finde es super, super, super schön. 2100 Abonnenten im 21. Jahrhundert, im Jahr 21. Richtig cool. Ich freue mich und ich danke euch, denn ich bin mir sicher, der eine oder die andere hat meine Videos auch schon mal geteilt, weiterempfohlen, davon geschwärmt und dafür bin ich euch extrem dankbar. Heute Morgen habe ich mir auch schon etwas Zeit genommen, um mal wieder einige Kommentare zu beantworten. Manche tatsächlich schon ein oder zwei Jahre alt, weil ich das anfangs nicht so regelmäßig gemacht habe. Doch ich möchte hier wirklich so gut ich kann für euch da sein. Und stellt mir gerne eure Fragen. Verzeiht es mir bitte, wenn ich es tatsächlich manchmal nicht lese. Manchmal gehen die E-Mail-Benachrichtigungen unter. Doch ich bin bestmöglich bemüht, euch hier natürlich auch ein Stück weit persönlich Feedback zu geben. Und bevor ich das nächste Video nämlich jetzt wieder aufschiebe, habe ich tatsächlich jetzt hier die Szenerie am Waldrand genutzt und genommen. Ich habe eine super gute Energie. Ich freue mich, dass heute Samstag ist, dass es stürmt, dass ich lebe. Und das wünsche ich dir auch. Ich wünsche, dass du ganz viel gute Energie hast und es dir gut geht. Ja, und ohne dass ich das hier allzu weit ausufern lasse, ich habe mir heute schon den ganzen Tag überlegt, worüber möchte ich denn heute sprechen? Und ich habe noch nicht so die Idee gehabt. Erst dachte ich, ich lasse mich von euren Fragen inspirieren. Da kam was zum Thema Schwangerschaft, ob ich Schüsselsalze empfehlen kann. Und ich habe dann aber doch heute Vormittag so alle frischen Kommentare und die, auf die ich sonst noch mal so über die ich sonst gestolpert bin, einfach beantwortet. Und habe mich dann jetzt doch dazu entschlossen, ein Thema mit euch zu teilen, von dem ich seit kurzer Zeit, eigentlich seit gerade mal 2 bis 3 Wochen extrem begeistert bin. Und wie ich das in meinem Leben immer wieder so erlebe, ich scheine Dinge dann auch anzuziehen. In meinem Adventskalender habe ich ja einmal schon über das Verhältnis von Omega-3 zu 6 Fettsäuren gesprochen. Ich habe über Quark geredet. Es gab auch ein Leinöl-Video und einfach dieses ganze Thema, was ich von Dr. Johanna Budwig, einer Heilpraktikerin, da fährt ein Auto vorbei, was ich von der werten Frau gelernt habe, das hat mich ja schon begeistert. Doch jetzt bin ich bei dem Thema Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren auf ein neues Level gekommen und es sind Menschen in mein Leben getreten und mit diesen Menschen wichtige Impulse und Inspirationen, die mich das nochmal auf einem ganz anderen Level haben verstehen lassen. Und das möchte ich euch jetzt hier kurz erzählen. Denke auch darüber nach, ob ich tatsächlich einfach in den nächsten Tagen, Wochen wirklich mal ein langes Video, wo ich mir einfach erlaube zu reden, euch quasi einen Vortrag hier zu liefern. Auch wenn es dann eine Stunde dauert, können sich ja dann einfach auch nur diejenigen angucken, die es wirklich interessiert. Bei diesem Video bin ich jetzt auch bemüht, es einfach mal in der Kürze anzureißen. Und zwar gibt es ein ganz wichtiges Stichwort, das lautet stille Entzündungen. Es ist so, alles was ich jetzt in dem Zuge auch nochmal etwas tiefer recherchiert habe, dass Omega-3 und Omega-6 Fettsäuren idealerweise in einem Verhältnis von bis zu 1:3 liegen. Oftmals ist es aber weit über 1:6, 1:10, 1:15, 1:30 und sogar 1:45. Warum ist das so schlecht? Weil, wenn unsere Zellen abgebaut werden und erneuert werden, und das tun, also es passiert halt täglich mit Tausenden von Zellen, bei Krankheiten oder Geschehen, die im Körper herrschen oder wüten, wie Krebs zum Beispiel, ist das noch viel krasser, weil da ja noch viel mehr Zellabfall anfällt. Wenn also diese Zellen zersetzt werden und in ihre Einzelteile zerlegt werden, dann entsteht bei einem ungünstigen Omega-3 zu Omega-6 Verhältnis, entsteht halt pro-entzündlicher Müll. Denn die Omega-6 Fettsäuren sind tatsächlich pro-entzündlich. Die fördern Entzündungen. Omega-3 Fettsäuren sind anti-entzündlich. Die wirken Entzündungen entgegen. Wenn sich das Verhältnis jetzt zu weit auf die pro-entzündliche Seite verschiebt, weil wir jetzt mal im ganz krassen, schlechten Fall ein Verhältnis von 1:45 haben statt 1:3, eine 15-fache Erhöhung, könnt ihr euch vorstellen, diese Omega-3 und 6 Fettsäuren sind halt insbesondere in Zellmembranen zu finden. Da bauen sie halt einfach die Grenze für jede Zelle, den Schutz, den Rahmen. Und wenn da jetzt
kein Omega-3-Baustoff ist, sondern stattdessen der Körper sich mit Omega-6 behelfen muss und das da alles reinpackt und diese Zellen dann aber irgendwann abgebaut werden, daher kommt der pro-entzündliche Müll, wenn eure Zellen sich regenerieren. Deshalb ist es halt einfach extrem wichtig, dass wir wieder Richtung Omega-3 shiften. Denn diese stillen Entzündungen sind die Grundlage und Basis für so viele Krankheiten. Alles, was auf Itis endet, sowieso, das bedeutet ja Entzündung, Gingivitis, Colitis, ob es dann auch Colitis ulcerosa ist oder Morbus Crohn, etwas wirklich eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, rheumatoide Arthritis, auch Arthrose, alle diese Dinge, auch Krebs, eigentlich alles tatsächlich, Hautentzündungen. Ich könnte jetzt von A bis Z, würde mir hier eine ganze Menge auffallen, aber auch Diabetes, Stoffwechselkrankheiten wie diese, das sind entzündliche Reaktionen der Zellen, in dem Fall, wo was mit der Glukoseaufnahme und Verwertung gestört ist. Meistens sind das Entzündungen und es liegt daran, dass wir uns mit unserer heutigen Ernährung, in der Regel und überwiegend daherkommend, mit Omega-6 zu müllen. Frittiertes, verarbeitetes, wenig Frisches, alle so diese Dinge sorgen dafür. Und diese ganzen Öle, diese schlechten, ungünstigen Öle, viel zu hoch erhitzt, wie wir das einfach oft machen, das fördert halt leider nicht gerade die gesunde Balance, sondern ja, das ganze Fastfood und was da einfach oft auf die Schnelle in uns reingeschaufelt wird, ist echt ungünstig. Und diese stillen Entzündungen, wie der Name schon sagt, die schlummern in deinem Körper. Und vielleicht geht es dir so wie mir, du hast jetzt gar keine direkten Beschwerden, du merkst nichts. Doch ich bin mir absolut sicher, dass auch in meinem Körper, obwohl ich sehr achtsam bin und mir mein Körper wirklich heilig ist, es ist der Tempel meiner Seele, auch in meinem Körper schlummern diese Entzündungen. Und deshalb bin ich sehr darauf bedacht, das tatsächlich zu korrigieren. Das Schöne an dieser neuen an diesem neuen Impuls, auf den ich da gestoßen bin, ist, dass das tatsächlich auch mit einem Test, dass ich mich selber mit einem Test testen konnte, wie mein Omega-3-zu-6-Verhältnis ist. Und zwar wird da die Konzentration in den Zellen meiner roten Blutkörperchen gemessen. Also man nimmt einen Tropfen Trockenblut, schickt den ein und da wird dann geschaut, wie ist das Verhältnis, wie viel Omega-3-Fettsäuren und wie viel Omega-6-Fettsäuren habe ich denn da in meinen Zellen eingebaut. Nach 4 Monaten kann man sich erneut testen, weil Blutkörperchen 120 Tage leben. Und dann kann man checken, was hat sich getan, wenn man bewusst den Fokus auf gute Omega-3-Fettsäuren plus ganz, ganz hochwertige Polyphenole aus supergutem Olivenöl zu sich nimmt. Denn diese Kombi ist ein wichtiger Schlüssel. Polyphenole sind tatsächlich oftmals im Fischöl enthalten, doch aufgrund Stabilitätsfragen und Herstellungsprozessen wird es in der Produktion oftmals bei klassischen Produkten entzogen. Und dann wird irgendein Olla Stabilisator, der einfach nicht so günstig ist, hinzugefügt. Und das sind ganz, ganz viele kleine Feinheiten, in die ich jetzt tatsächlich hier nicht mehr tiefer einsteigen möchte, sondern gegebenenfalls zeitnah in einem Vortrag. Und da dürft ihr mir gerne in den Kommentaren hier drunter schreiben, ob ihr daran Interesse habt. Denn diese Kombination, die macht es halt einfach. Und das, was ich da jetzt gerade für mich entdeckt habe, was ich teste, über das ich mega glücklich und dankbar bin und das ich wirklich gerne in die ganze Welt bringen will, weil es so einfach ist, damit deine Gesundheit auf ein neues Level zu bringen. Diese Begeisterung möchte ich teilen. Ich hoffe, das ist mir hier ein Stück weit gelungen, dass du dir denkst, stille Entzündungen, interessant, was das mit dem Omega-3- und Omega-6-Verhältnis auf sich hat und warum du besser mehr Omega-3 für gesunde Zellen, anti-inflammatorisch, anti-entzündlich, statt allzu viel Omega-6-Dreck. Nein, die sind auch gut, nur zu viel ist nicht gut, dir zuführst. So, ich möchte wieder unter 10 Minuten bleiben. Ich könnte hier stundenlang weiterreden, doch das nur mal jetzt zu Beginn. Lass mich bitte wissen, ob es dich interessiert. Schreib mir auch gerne eine Nachricht an moin@steffifischer.com. Oder hinterlass mir was in den Kommentaren, ob du mehr dazu hören willst. Ansonsten ein super schönes Wochenende, gute Gedanken, gute Energie, beste Gesundheit und ja, einfach ein zauberhaftes Wochenende mit tollen Gefühlen, Wohlbefinden und alles, was du dir sonst so wünschst für dich. Alles Liebe und bis zum nächsten Video.